probably start in German first and then I'll turn to you. Also, die heutige, vermutlich letzte Sitzung des Allgemeinen Rates in diesem Jahr wird natürlich geprägt sein von der Vorbereitung des Europäischen Rates. Dort stehen verschiedene Themen auf der Tagesordnung. Natürlich bereiten wir uns vor auf die Fragen, die etwas mit der Wirtschafts- und Währungsunion zu tun haben. Hier wird es ja in diesen Tagen, auch heute noch an anderer Stelle, wichtige Gespräche gehen, die dann in die Vorbereitung des Europäischen Rates einfließen. Es ist wichtig, dass von diesem Europäischen Rat ein Signal der Stabilität und der Entschlossenheit ausgeht, die Eurozone und unsere gemeinsame Währung sturmfest zu machen für die Jahre, die uns bevorstehen. Und wir sind guten Mutes, dass dies bei diesem Europäischen Rat gelingen wird. Zweitens werden die Fragen des mehrjährigen Finanzrahmens auf der Tagesordnung stehen. Hier wird die polnische Ratspräsidentschaft uns einen Bericht vorstellen, den werden wir ausführlich diskutieren. Die Dinge haben sich nicht verändert, seitdem ich Ihnen das letzte Mal berichtet habe. Für Deutschland und für viele andere Mitgliedstaaten kommt es darauf an, einen soliden Finanzrahmen zu schaffen, der in Rechnung stellt, dass wir in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und so dann auch in der EU selber mit begrenzten Mitteln klarkommen müssen. Das heißt also von einer Oberdeckelung des Haushaltes ausgehen müssen von 1% des Bruttonationaleinkommens der Europäischen Union und dass man von da aus dann herunterbricht, auf welche Rubriken man diese zur Verfügung stehenden Mittel verteilt. Das ist immer eine Summe, die größer ist als 1.000 Milliarden Euro, also das größte Finanzpaket, was die Europäische Union jemals geschnürt hat. Auch hier ist also Haushaltsdisziplin angesagt. Der dritte große Bereich betrifft die Fragen der Mitgliedschafts-, der Erweiterungspolitik. Hier ist es wichtig festzustellen, dass wir natürlich jetzt mit der Unterzeichnung des Beitrittsabkommens mit Kroatien einen ganz großen Sprung machen, dass wir im Hinblick auf Island auf sehr gutem Wege sind, dass wir die Beitrittsperspektive der Länder des westlichen Balkans unterstreichen wollen und dass wir sicherstellen wollen, dass die Verhandlungen mit der Türkei nicht vergessen werden, sondern weitergehen, damit diese Perspektive ebenfalls glaubwürdig erhalten bleibt. Besonderes Interesse dürften die Fragen der Mitgliedschaft Serbiens und Montenegros betreffen. Im Hinblick auf Montenegro vermute ich, wird es ein gutes Ergebnis geben können, weil auszugehen ist, dass alle der Auffassung sind, dass wenn es mit den Beitrittsverhandlungen losgeht, es klug ist, sich von vornherein auf die Gebiete zu konzentrieren, wo Schwachstellen zu sehen sind. Das ist im Bereich insbesondere Innen- und Justiz, im Bereich organisierter Kriminalität und allem, was damit zusammenhängt. In der Frage Serbiens wird es ganz entscheidend darauf ankommen, festzustellen, ob im Hinblick auf die Fragen der Nachbarschaftspolitik, des gut nachbarschaftlichen Verhältnisses Serbiens zu seinen Nachbarn Fortschritte gibt, weil das ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine Perspektive der Mitgliedschaft in der Europäischen Union für Serbien. Und deswegen ist das, was wir leider kürzlich beobachten mussten und was österreichische und deutsche Soldaten schwere Verletzungen zugefügt hat, nicht akzeptabel. Das wird eine Rolle spielen müssen in den Gesprächen heute. To put it in English, the questions of enlargement are going to play a big role today. Of course, there is probably going to be more or less consensus on Montenegro, where we intend to begin actively the negotiations then after they start, probably mid next year, with the dossiers that have to do with the home and justice affairs, corruption, organized crime, and so forth. And we'll have a focus on these issues from the beginning in order to not to find surprises at the end of negotiations. The other issue is Serbia. Serbia would be a country that would contribute considerably to the European Union and its success. So we hope we'll be able to find a way for Serbia. The conditions are clear. They're clear since the Copenhagen criteria were set. That also means, among other things, that every country which wants to join the European Union must clarify its relations with the neighborhood. We had last week, again, a very unpleasant surprise with the Kosovo-Serbian border and quite a significant number of Austrian and German soldiers who are seriously hurt. This is something that is not acceptable and it's going to play a role. We need reassurances that Serbia will be able and ready to sort out its neighborhood relations. Otherwise, we are looking forward to our relation with Serbia because, as I said, Serbia would be the most important, and not the most important, but they are all important, but the biggest country on the Western Balkans to join the European Union one day, and we will keep this perspective alive and credible. So
dealing with neighborhood relations of Serbia is going to be prime priority. Will you support it today? We'll discuss it today, and we need to sort out what has been agreed between Kosovo and Serbia over these last few days. There is not sufficient clarity yet. We hope we'll get that today. On Croatia, what do you expect from the new left government? Well, this is a domestic issue. We have negotiated not with a party or with a coalition in Croatia, but with the Croatian government. And I'm sure that membership of Croatia in the European Union will be a success, whoever is leading the country after being democratically elected. Do you expect any decision on Croatia today to give a final green light for accession treaty to be signed? It's in the hand of the European Council, of course, so with all due respect, I can just say I'm very optimistic. Wir müssen genau wissen, was im Hinblick auf die Nachbarschaftsfragen vereinbart worden ist. Der Vorfall mit den österreichischen und deutschen Soldaten ist ein außerordentlich ernster. Und die serbische Regierung muss wissen, dass wenn sie solche Dinge, die sie verhindern könnte, nicht verhindert, dann ist das ein ernsthafter Stolperstein. Thank you.